Es waren einmal zwei Clans, die hatten sich erst als Gegner gefunden und kämpfen jetzt zusammen. Aber was es damit genau auf sich hat, das könnt ihr hier gleich sehen. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten, bei einer weiteren Folge Clash of Clans. Und ihr seht das hier oben ja. Was ich eigentlich jetzt eben damit sagen wollte, ist, dass sich hier zwei deutsche Clans vor 15 Tagen hier, oder die haben sich einfach gebettelt, nämlich der Clan Auerhahn Crew und der Clan Spätzle mit Soße. Die beiden haben ja also gebettelt und scheinbar, ich sag mal, egal welcher der Gewinner oder der Verlierer ist, ich glaube, beide Clans haben gewonnen, denn sie haben sich danach entschlossen, dass weil der CK so harmonisch war und so gut ablief und beide irgendwo gerochen haben, man kennt sich ja nicht, das ist ja das Komische, man kennt sich überhaupt nicht, aber beide irgendwo so ein bisschen so eine innere Spürung hatten, Mensch, wir könnten mal was zusammen machen. Ja, haben die ja einfach mal ein 50er CK auf die Beine gestellt. Also ich bin eingeladen gewesen beim Clan Spätzle mit Soße vom Splat. Und vielen lieben Dank schon mal dafür. Es hat wirklich, wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht, wir haben viel geweint. Und ich würde aber trotzdem sagen, wir hauen einfach mal in den Sack rein. Also 50er Clankrieg heute. Ich lasse auch die Dorfbesuche heute einfach mal weg. Und möchte aber vorher, was möchte ich eigentlich vorher, möchte ich euch mal was zeigen. Team Klaus, ihr könnt euch sicherlich noch ans Wochenende erinnern. Ich bin immer noch im Team Klaus hier mit dem Alex, das ist ja das YouTuber-Event gewesen. Ich bin Leader. Jawohl, ich habe meinen zweiten Clan hier. Ich habe den Clan Team Klaus. Ich kann leider nichts mehr abdrehen. Schade auch, denn es kam ja eine Wartung dazwischen mit dem Event und dadurch waren zumindest alle, das heißt also, ich kann mir jetzt keine Wiederholung mehr anschauen, ich kann euch leider nichts mehr aus dem CK zeigen, aber ich verlinke euch unten in meiner Beschreibung nochmal den Livestream zum Stream von Skylife von Olli, wo wir zusammen dieses Event bestritten haben bzw. moderiert haben und haben da noch mal richtig viel gesehen. Also wer das noch nicht gesehen hat, unten bei mir in der Beschreibung gibt es das noch mal. Ich werde jetzt mit dem Alex da, glaube ich, auch aus dem Clan rausgehen. Dann ist der Lord McMü Junior hier der Leader. Aber krasses Ding, man kann auch nichts im Warlock sehen, denn da müsste man die Friendlies anmachen. Das könnte ich natürlich tun. Aber wir haben den Clankrieg ganz, ganz leicht verloren, das sei mal an der Stelle gesagt. Aber wir gucken mal in den aktuellen Clankrieg hier rein. Also hier haben sich zwei Clans getroffen, die gegeneinander gebettelt haben und spielen jetzt ein 50er CK. Ich war hier eingeladen. Tolles Ding und Action. Und die Action fangen wir hier unten heute mal mit dem Dominik an. Also 41 auf 40, RH8 auf RH7. Aber das Einzige, was hier RH8 ist, muss ich mal so sagen, ist der King. Der ist nämlich schon auf Level 6. Das heißt, ihr wisst, der geht auf Rathaus Level 7 nur bis Level 5. Also hier haben wir einen Achter mit 200 Truppen und Rathaus 7 hat auch nicht mehr. Und er hatte auch hier die Truppen noch nicht auf Rathaus Level 8 Status. Das könnt ihr hier unten sehen, glaube ich. Und deswegen habe ich mir diesen Angriff einfach mal genommen, um hier in das Event reinzustarten. Also hier geht es erstmal darum, die Clanburg auszuschalten. Da war jetzt ein Drache drin, hat er gut gemacht, denke ich mal. Mit so ein paar Bogenschützen, wirklich nur ein paar Bogenschützen. Ein, zwei Magiern. Und dann geht das hier mit Riesen und Heilern durch. Okay, die Bowler sind jetzt natürlich ein bisschen, ja, das sind halt die Spendentruppen. Und auf Level 3 machen die natürlich schon richtig viel Aua hier. Aber geht hier richtig cool durch die Base durch, hat jetzt die eine Luftabwehr hoffentlich, ja, die kriegt er noch gerade so weg. Es reicht ja, wenn der Heiler überlebt, so, der muss dann nicht mal viel Leben haben, so ein Heiler. Er heilt oder die heilen ja dennoch volle Pulle, ob die nun Halbleben haben oder Viertelleben haben. Und er geht hier mit dem King schön außen lang, der macht hier schön außen die Lager weg, die Kasernen weg und jetzt wollen auch schon die ersten Truppen rein. Er hat noch drei Magier so ein bisschen im Petto. Aber hier, ihr seht das, die Riesen und die Bowler mit einem Magier, nee, drei Magier oder zwei Magier sind da, glaube ich, noch so dazwischen. Ja, die rocken hier schon ziemlich die Bude und ein schöner Angriff hier auf diesen Siebener. Also ich glaube, der Angriff ist trotzdem auf Augenhöhe. Meistens siehst du ja in diesen Bereichen hier irgendwas mit Drachen. Und das kennt man, aber so eine Kombi ist dann auch mal ein bisschen,
Ja, ist einfach mal ein bisschen was anderes. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist das sicherlich zeigewert hier. Zumindest in den unteren Rathausbereichen. Wir arbeiten uns da so ein bisschen so ganz, ganz langsam nach oben vor. Und da ihr auch 2 Tage jetzt von mir nichts gesehen, nichts gehört habt. Ich meine, es war der Maifeiertag, es war das lange und starke Event der YouTuber Clan War. Denke ich mal, ist es, glaube ich, in Ordnung, wenn ihr heute mal eine etwas längere Folge von mir seht. Und auch aus diesem Clankrieg, denn eigentlich wollte ich den gestreamt haben, aber da ich eigentlich muss man so ein 50er streamen, da ich mich aber im Moment nicht in der Lage sehe, etwas zu streamen, zeige ich euch halt ein paar Wiederholungen. Ja, und es gibt natürlich auch immer wieder ein paar witzige Charaktere hier. Der Kater Carlo, sehr nett hier aus. Ich glaube, Kater Carlo kommt von Donald Duck, Fix und Foxy. Nee, ich glaube, er kommt aus Fix und Foxy, ne? Bin mir jetzt gar nicht mal so sicher, wo der Kater Carlo nochmal herkam. Aber irgendwo aus so alten Comicarten. Und hier wird jetzt erstmal die Clanburg eliminiert. Ja, die Hexe ist natürlich ein bisschen nervig, aber jetzt in dem starken Strahl der Barbaren hier, ihr seht, die Helden sind gar nicht mal so hoch und jetzt geht sie mit Luft weiter in die Base. Die Base hat allerdings keine X-Bögen und deswegen geht das hier jetzt mit Loons durch diese Base durch. Ja, Loon-Angriffe in diesen Bereichen habe ich in diesem CK wieder häufiger gesehen, gerade wenn du es schaffst, die Clanburg zu locken, aber hier geht es richtig krass jetzt in die Mitte der Base. Okay, der 9,5er hier hat natürlich, ja, er hat die Teslas auf Max, aber ich meine, gegen die Masse dann an Loons und ja, da ploppen jetzt die Lava-Hunde nicht mal auf. Ah, das ist dann immer sehr ärgerlich. Das habt ihr auch in der letzten Folge gesehen, glaube ich, wo ich mit meinem 10er unterwegs war und hatte auch Sorge, dass dieser Hund nicht aufgeht. Und ja, ich meine, es sind jetzt 2 Hunde hier noch am Tanken und die werden ja nicht mehr aufplatzen. Und deswegen ist das hier, glaube ich, ein schöner 3-Sterner gewesen. Auch die Queen, ja, die Queen ballert auf die Hunde. Umso besser, dann platzen die wenigstens, so wie jetzt. Zack, und dann ist das auch mit der Queen gewesen. Also doch nochmal ein bisschen Glück gehabt, dass hier der Hund von der Queen gemacht wurde. Und so ist es hier jetzt nur noch Cleanup. Also schönes Ding hier von Kater Carlo auf Lea -02 hier. Und hier sind wir jetzt im richtigen Rathaus 9er Bereich, also 35 auf die 24 vor allen Dingen, also schon mal relativ hoch. Das Coole war, dass unsere Rathaus 8er oder 7, 6er, 8er, also bis hoch nach 9 wirklich stabil waren hier und richtig cool schon zu Anfang die Angriffe hier rausgehauen haben, sodass zumindest dann Rathaus 10 und 11 schön planen konnte, was machen wir nach unten hin, was machen wir nach oben hin. Und ich glaube, ja, es ist nervig. So eine Queen hier ist nervig, aber jetzt hier erstmal mit den Lava-Hunden und mit der Masse der Loons, also haben wir ja eben schon gesehen, ist ja, glaube ich, nicht so schlimm, aber hier haben wir auch eine Base, die ist maxed out und die hat feuernde X-Bogen in der Mitte, da hinten ist die Queen jetzt endlich fertig. Ja, sie hat es endlich geschafft, aber ist auch kurz vorm Exitus hier. Da müssen sie nämlich jetzt die Loons und die Hunde reißen. Aber die gehen hier natürlich wunderschön durch diese Art, ich hätte fast gesagt, es ist eine Art Farmbase, richtig schön durch. Und wenn man mal ein bisschen guckt, die Flugwege der Luftballons wirklich optimal ausgenutzt sind. Ihr seht das hier, die Masse der Loons, die jetzt noch in der Base sind und hier fürs Cleanup sorgen. Die machen ja mal Flächenschaden. Also auch gut mit einberechnet. Ja, hier hinten ist jetzt ein bisschen wenig um den King Duo. Da macht natürlich gleich erstmal der Lava, dieser kleine Lava-Welpe, der macht erstmal jetzt den King. Dumpti-dumpti-dum. Ah, jetzt kommen die Kumpel zur Hilfe. Wunderbar. Und dann ist das hier nur noch Cleanup gewesen. Also auch hier wieder, ja, kleine Luftdominanz. Freut mich. Hat mich wirklich gefreut hier. Schöne Angriffe gesehen und mal wieder auch schöne Taktiken, die einfach mal aufgehen. Einfach Taktiken, die aufgehen. Ihr seht das hier. Die Truppenwahl überhaupt nicht großartig. Okay, wir kommen zu den ersten kleinen Dips. Ihr seht das hier. Ein Rathaus 11 auf ein Rathaus 10er, aber durchaus nicht maxed, weder von den Helden noch vom Warden her. Okay, die Truppen sind maxed und ich weiß jetzt nicht, ob der Hawkman, ich müsste jetzt durchzählen, aber ich denke mal, es sind 260 Truppen, denn nach der langen Zeit, wo es ja jetzt das letzte Armeelager für Rathaus 11 gab, haben sicherlich ganz, ganz viele Rathaus 11er die Truppen
zumindest schon mal durch. Und ich fand eigentlich an der Stelle, Queen war ein bisschen oder war relativ früh gezündet, denn so groß war die Gefahr noch nicht, dass die Queen dort mit den Heilern im Gepäck jetzt irgendwo dem Sterben nahe war. Aber sicher ist sicher, und dann geht sie mit Erdbeben rein. Ich gehe mal ein bisschen näher rein für euch. Dann geht sie mit Erdbeben rein und ich denke mal, ja, der Funnel, ja, mir wäre es ein bisschen heikler gewesen, beziehungsweise es gehen jetzt ein paar Bowler rein, es gehen ein paar Bowler raus und es gehen ganz, ganz viele Hexen außen rum mit den Bowlern. Ist aber erstmal nicht so schlimm. Also geht es ja jetzt erstmal durch die Mitte durch, worden jetzt schon mal gezündet. Ich denke mal auch, ja, ist ein bisschen Sicherheitszündung, aber der Dicke ist hier mit Level 25 voll in der Mitte und rasiert hier jetzt erstmal den Inferno, nimmt sich danach dem Rathaus an. Jetzt wird er auch gezündet, damit man, so sage ich es da, ihr hört das immer sehr, sehr häufig, die gleichen Begriffe, dass man mal ein bisschen mehr Truppen gerade so in der Mitte hat. Und die Masse ist natürlich jetzt Ausnahmen rumrennen gar nicht mal so schlecht. Ich habe den Angriff hier auch live gesehen, habe gedacht, na, mal gucken, wenn die in der Mitte jetzt noch so ein bisschen halten und ein bisschen Feuer auf sich ziehen, die Bowler nämlich, dann na, kann das durchaus noch was werden. Die sind ja immer noch in Heilung. Hier außen brauchen sie die Heilung nicht, denn die Skelette tanken hier im Moment alles, also die kleinen Skelette von den Hexen tanken alles. Und hier am Magerturm war nochmal so eine kleine kritische Stelle danach. Ihr seht das jetzt so ein bisschen, haben wir nur noch Punktschaden. Das heißt überhaupt kein Flächenschaden mehr. Also auch hier unten die Hexen, ich glaube das sind noch 4 Stück. Und überlegt mal, 4 Level 3 Hexen, wie viele Skelette die ganze Zeit erzeugen. Also das ist dann schon, ja, so ein bisschen nicht dominant. Aber das kann auch mal schief gehen hier. Ist es hier nicht, auch wenn es hier ein bisschen außen gegangen ist. Also schönes Ding hier von Hawkman auf die Nummer 15. Wir machen gleich weiter mit einem RH11 auf ein RH10. Also auch hier nicht mit Max Helden. Also weder King noch Queen noch der Warden auf Max Level. Aber manchmal reißen es ja die Truppen. Aber er hat die Hexen noch nicht auf Level 3. Die Bowler aber schon. Und dann gucken wir mal, wie das hier reingeht. Auch hier mit Erdbeben. Ja. Ich enthalte mich der Meinung. Ich enthalte mich einfach mal der Meinung. Ich mag den ja nach wie vor nicht, obwohl ich ihn im Moment benutze. Das werdet ihr in den nächsten Tagen sehen, dass Toto auch Erdbeben kann. Also nicht nur Mauerbrecher, sondern ich kann auch so ein bisschen mit Erdbeben. Ab und zu brauche ich ihn ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt der Super Freak bin und sage, Mensch, der Erdbeben, der ist hier bei Clash of Clans total über. Nein, ich benutze ihn auch, aber es ist wirklich bei mir eher zum Spenden. Und ab und zu mal, wenn die Armee es zulässt und ja, im nächsten Event lässt die Armee das sicherlich auch zu, muss ich selber mal sehen. Jetzt hat er recht wenig erstmal in der Mitte, aber es gehen jetzt noch so ein paar doch noch mal rum hier und nehmen sich jetzt der Mitte an. Super, super gemacht hier. Warden auch ja, gar nicht mal so früh gezündet, sondern richtig lange Zeit gelassen, dass er seine Truppen hier nochmal in der Unverwundbarkeit hat. Oh, hier unten hat er ein bisschen Pech gehabt gerade. Außen hier die Riesenbomben, aber ihr seht das hier. Selbst Level 2 Hexen, kein Thema. Die haben komplett überlebt und sie sind zwar auf der letzten Rille, also die haben jetzt nur so ein paar Heal Points, also ein Bogenschützen, Turmschuss und so eine Hexe ist Geschichte. Aber er kann jetzt auch, hat noch den Luxus am Ende vor allen Dingen, den King zu zünden und die Queen ist noch nicht gezündet. Und jetzt gibt es ja keine Defense mehr hier. Es gibt einfach keine mehr, es gibt nur noch da hinten die Queen. Und dann ist diese Base hier auch Geschichte gewesen, also auch die Dips hier haben richtig gut gesessen und überhaupt hat die Harmonie hier in dem Clan, wo sich ja 25 aus dem einen und 25 aus dem anderen Clan getroffen haben, nachdem sie ja eigentlich gegeneinander gebattelt haben, richtig, richtig gut. Also ich habe es ganz, ganz selten erlebt. Das war hier so harmonisch und es hat mich wirklich, wirklich gefreut. Ja, und hier haben wir unseren ersten 11 auf 11. Ich denke mal, ich brauche ihn euch nicht mehr vorstellen. Also wer meine Folgen kennt, auch aus früheren CKs oder Clans, der kennt den Mustango hier. Der Tobi hat den CK hier mit mir bestritten. Also hat einfach gefragt, du Toto, hast du was Cooles? Und klar, ich hab ab und zu auch mal was Cooles. Und ein 50er ist natürlich super. Also da sind 50 Leute am Start, die einfach nur Bock haben, die einfach nur drauf fiebern, dass es endlich losgeht. Und auch der Mustango hier hat sich hier mal zu einem Angriff
verleiten lassen, den er schon ewig mal machen wollte, auf ein 11er. Okay, hier ist jetzt ein 1er Adler und er ist natürlich Max Out hier, aber mit Hog Rider. Hog Rider haben wir in letzter Zeit recht wenig gesehen im RR11-Bereich und auch in dem YouTuber-Clan war, wurde das recht wenig benutzt. Die Masse hat doch Lufttruppen benutzt und weniger Hog Rider. Es gab auch ein paar Hockangriffe, die dann aber so ein bisschen ins Leere gingen und deswegen die Angriffsstrategie hier immer mal wieder angetestet und viel geübt auch, dann so nach dem Motto, das muss ja mal klappen. Auch wenn die Base hier jetzt nicht so super maxed out ist, ich meine, es sind drei Sterne. Es sind einfach drei Sterne, so muss man sagen. Und hat mich auch gefreut, dass es mit der Kombi endlich geklappt hat hier. Von 11 auf 11, auch wenn der Gegenüber nicht ganz maxed ist, aber auch da, es kann immer mal was krumm laufen und dann... Ja, dann hast du deine Armee da, die geht nicht ganz gut durch, aber hier bei Maste, da hat alles gepasst. Da hat einfach alles gepasst und so ist das hier jetzt nur noch ein bisschen Cleanup gewesen für die Base hier. Ja, hatte auch schön in den Ecken so ein bisschen Cleanup-Truppen noch dabei, also hat hier auch überhaupt keine Zeitnot gehabt, das kam noch dazu, das habt ihr am Anfang gesehen und cooles Ding hier. Auch noch richtig viele Truppen über King, noch fast komplett voll. Also der Dicke ist mal richtig gut durchgegangen hier. Aber die Hogs haben ja einfach geregelt und Rathaus 11 auf Rathaus 11 mit Hogridern, ja, sieht man selten. Jetzt haben wir mal wieder einen Angriff gesehen. Und da will ich alle Angriffe zeigen, oder nicht, da ich nicht alle Angriffe zeigen kann, will ich wenigstens einen von mir zeigen. Also auch hier RA11 auf RA11, allerdings ohne Adler. Und ich habe mich im Moment so ein bisschen auf Luftangriffe, ja, nicht eingeschossen, aber ich habe gedacht, ich habe das ja in dem 60er, in dem 50er YouTuber Clan War gesehen, dass damit doch eine ganze Masse geht, wenn deine Helden relativ hoch sind und du irgendwo ein Ziel hast und es gab ja für mich hier nur zwei Ziele, also erstmal kann ich Mauri, habt ihr gerade wieder gesehen und komme jetzt mit dem Dicken eigentlich gut in die Base rein. Warden dahinter, Queen ist noch am Leben, das ist ja ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich die Single Infernos vor mir, also Ziel waren eigentlich nur, ich halte es mal gerade an, die Luftabwehr und ich glaube, hier stand auch eine. Die sind jetzt allerdings schon beide weg und also noch die gegnerische Queen irgendwo gepackt. Da habe ich auch ruhig meine Queen jetzt recht früh gezündet, aber die musste einfach weg. Und dann komme ich von der anderen Seite, nämlich entgegen dieses Fegers hier, in die Base hier rein. Habe jetzt auch nur noch einen Single Inferno vor mir. Der hat sich gerade die Queen zur Brust genommen. Und dann geht das hier mit Loons einfach ein bisschen weiter. Mit zwei Lava-Hunden, die hatte ich selber dabei. Also ich habe mal Bola in der Clanbook gehabt, um einfach ein bisschen mehr im Killsquad drin zu haben. Und jetzt unterstützt jetzt mit den Eilzaubern. Ist das natürlich okay, die Base, auch das muss ich dazu mal wieder sagen. Es ist mir auch auf eine viel, viel stärkere Base so ein Angriff fast geglückt, kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber hier ist es jetzt wirklich die Masse. Jetzt ist nur noch die Kanone da, die ballert jetzt ein bisschen auf meinem Warden. Der ist natürlich nicht auf Luft gestellt gewesen, sondern der gehörte zum Killsquad dazu, der war auf Boden. Aber der hat das ganze Spektakel hier komplett überlebt. Ja, und ich glaube, das war in Ordnung. Das war, glaube ich, der letzte Kampf von uns hier. Oder der, ne, doch, es war der letzte Kampf. Und es war nochmal der letzte Stern. Ich hatte mich auf diese Base hier irgendwie so vertieft. 2 auf 6 nochmal. Ja, ich denke, ist an der Stelle gelungen. Aber auch viele, viele Angriffe sind hier gelungen. Also ich will mich hier nicht in Szene setzen. Das wisst ihr. Eigentlich zeige ich meine Angriffe gar nicht. Naja, ich habe mal mit reingenommen. So ein kleines bisschen stolz kann ich ja auch sein. Denn wir hatten hier einen ganz anderen Luxus, denn wir haben ein bisschen den Luxus gehabt, dass wir nach oben hin gedippt haben. Also hier haben wir Rathaus 10 auf Rathaus 11. Ihr seht das hier 15 auf die Nummer 2. Und je nachdem, wie es wird, also das ist nur mal eine Möglichkeit, wie es gehen kann. Auch hier erstmal mit Erdbeben sich einen Weg so ein bisschen hier in diese Base reingemacht, den Adler entgegenkommen, er kann sogar die Mauerbrecher einfach so setzen, ich meine, da brauchst du ja noch nicht mal so viele, aber das Ding ist schon mal auf, ohne dass überhaupt eine Truppe hier Schaden bekommt. Jetzt geht das hier mit der Masse der Truppen wirklich, ich hätte mal fast gesagt, einfach so rein, denn die werden sich so ein bisschen den Weg Richtung Mitte jetzt bahnen, jetzt können sie schon gar nicht mehr woanders hin und das ist natürlich top. Ja, so ein bisschen ist dann natürlich Bing, so ein bisschen Bangen dabei, aber als Rathaus 10er hier den 11er so anzugehen, wir sind in der Mitte. Ne? 33%, echt klasse gemacht hier vom Rapi.
die Base hier. Und dann ist es eigentlich am Ende so ein bisschen nur so das Zittern gewesen, packt er die 50. Ne? Ein Stern, okay. Er hat das Rathaus, ist natürlich schon krass, hier in der Mitte das Rathaus zu kriegen gegen die Base. Aber dann hier jetzt noch den zweiten Stern irgendwo reinzuholen. Queen nicht mehr zündbar, hat aber allerdings noch zwei Minions, ein oder beziehungsweise drei Bogenschützinnen für den Rest der Prozente. Okay, Queen wird jetzt leider sterben, aber hier außen sind noch ein paar Lager. Da geht noch was an Prozenten und ich glaube, das geht auch noch. Was hat er hier hinten? Hier ist noch ein Lager, ja, schön gesehen. Auch da muss man immer mal wieder so ein Auge für haben. Wo kann ich hier so die letzten Prozente rauskitzeln? Und dann ist das hier ein schöner Dip nach oben gewesen. Also das hat hier richtig gut funktioniert. Und alle waren auch der Meinung, taktisch richtig. Also einer hatte heute Abend zum Beispiel geschrieben, Mensch, eigentlich war es ja so ein CK, wo keiner wusste, wer macht wen eigentlich und wer macht wen wie. Aber irgendwo ist das Konzept dann ja doch, habe ich auch geschrieben, ist ja aufgegangen. Und hier, wir haben hier natürlich auch im Clan Chef gehabt. Also hier oben der Coach 7 auf 1. Auf diese Base war auch von einem Rathaus 10er ein Stern schon mal drauf. Also richtig super, super Start, auch wenn das ein Stern ist. Ist das optimal. Die Base hier ist schon mal angegangen. Die EP sind vor allen Dingen drin. Ja, es gibt ja für den einfachen Sieg, ob das jetzt nur ein Stern ist, zwei oder drei, gibt es die EP komplett. Und schöner Funnel hier mit Hexen und Bowlern. Jetzt müssen wir mal gucken, ja, der Sprung eigentlich auch richtig, richtig schön Richtung Rathaus. Also früher war es so, fand ich, oder hatte ich zumindest immer das Gefühl, da hat man oftmals auch gesagt, kürzester Weg zum Rathaus, und den hat er hier auch genutzt, hat auch gut gemacht hier, denke ich. Ist hier richtig krass mit der Masse der Truppen. Hier guckt euch das. Oh, jetzt habe ich Bild verschobelt. Also richtig schön hier die Masse an Truppen. Klar sind dann natürlich Bomben und Fallen. Gar keine Frage, die postiert man hier. Und der ist hier auch quer entgegen der beiden Infernos reingekommen. Eigentlich ist das nicht so schick, aber hier hat es gepasst. Und jetzt werden, also hier kam es tatsächlich auf den Stern an und nicht mehr unbedingt auf die mehr Prozente, sondern aus der Base sollte einfach der zweite Stern fallen. Und das gelingt ihm hier auch, denn er hat hier hinten noch den Warden, hat noch ein paar Bowler, ein paar Skelette, eine Hexe. Ja, da sind es jetzt schon mal 50%. Und klar, den Adler hat er leider nicht gepackt. Der ist auch sehr, sehr schwer zu erreichen. Vor allen Dingen, wenn man von der Seite reingeht und hat immer beide Infernos gegen sich und schafft davon eigentlich gar keinen. Dann hast du natürlich immer das Problem, dass der Inferno, nicht der Inferno, der Adler hier bis zum Ende ballert. Aber schön, schön gemacht hier. Und ein wirklich schöner, schöner, harmonischer 50er Clankrieg. So will ich es mal beschreiben. Und wirklich nochmal vielen lieben Dank an alle Beteiligten hier. Ihr habt super gekämpft und ich kann das Ergebnis ja, glaube ich, ruhig einblenden. Wir haben hier 139 zu 100 gewonnen, und wenn wir mal in die Results reinschauen, dann sehen wir, dass wir 39 3-Sterne haben auf unserer Seite, 11 2-Sterner, kein 1-Sterner, kein 0-Sterner. Echt klasse. Also auch die Statistiken hier sprechen für dieses Gefüge hier mit 92,98%. Ist das hier eine richtig klasse Sache gewesen. Hat mich wirklich gefreut, hier bei dem Clan, wie heißt er eigentlich, Auerhahn, der Auerhahn Crew zu sein. Und ich werde den Clan jetzt gleich bzw. morgen auch verlassen. Ich werde wieder in den Clan Spätzle mit Soos, das ist der andere Clan, der hier mit denen hier gekämpft hat, reinjoinen und dort erstmal ein bisschen weiterspielen. Ich hoffe, der Clankrieg hier, es war mal wieder eine reine Only-Clankrieg-Folge von mir. Ja, weiß ich. Aber ich meine, so ein 50er-Event, wenn ich schon nicht streame, dann kann ich ruhig ein bisschen mehr bringen. Hat euch gefallen. Die Angriffe haben euch gefallen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, bleibt einfach am Kanal dran. Bis dahin, euer Toto. Flasht.